Guten Morgen, bin jetzt auf dem Campingplatz Passaja in Salthaus, oberhalb von Meran. Hab schon Brötchen geholt und meine Akkus abgeholt, die noch in der Rezeption über Nacht geladen wurden. Und heute geht's weiter in Richtung Bozen. So, jetzt nehmen wir erstmal einen Kaffee hier. Ja, inzwischen ist die Sonne rausgekommen und ich genieße hier meinen Kaffee. Ja, herrlich. Müsste jetzt 9 Uhr sein, etwa. Ja, und das Zelt müsste eigentlich trocken sein. Ja. Tschüss. Ja, ich habe gerade mal in die Tasche geguckt, die Seitentasche von meiner Rockbros-Tasche. Da habe ich so ein paar Kabelbinder drin und da sehe ich eine richtige Pfütze. Da sind ein paar Paraglider hier. Ja, und ich habe nur überlegt, die Drohne steigen zu lassen. Ja, und das Wasser hier im Fluss hat schon deutlich nachgelassen. Gestern waren überhaupt keine Steine zu sehen. Da. Und da fährt eine Gondel. Ja, die Holländerin mit ihrem Bikepacking ist auch schon weg. Aber hier der Letzte zu werden, wird schwierig. Ja, darauf muss man erstmal kommen, dass es hier direkt am Campingplatz Wasser gibt. Ja, Fahrrad ist gepackt. Handtuch und Unterhose fast vergessen. Ja, und bin startbereit. Ich habe jetzt 4 Campingplätze angerufen. Sind alle voll, alle belegt. Ja, muss ich mal schauen, was ich daraus mache. Wildcampen wäre mal eine Option. Wobei, so ein bisschen Schiss habe ich ja schon noch mal hier so in Italien. Naja, andere machen es ja auch. Ja, und ich fahre jetzt erstmal wieder zurück Richtung Meran. Der Fluss ist schon deutlich gemächlicher geworden. Ja, hier ist was los. Hier gibt es auch eine ordentliche Auswahl an Radwegen. So. Ich glaube, ich fahre auch wieder da runter. Da geht es noch in den rein. Ja, in der Sonne, gerade noch auf dem Platz, war es richtig warm. Ich habe mir ein nasses T-Shirt angezogen und das ging dann ganz gut. Aber jetzt wird es ein bisschen frischer hier im Schatten. Ah, wieder schön auf Tour zu sein. Cool. Nach 150 Metern rechts abbiegen, dann links halten. Ups, hab mich ein bisschen verfahren in so einer Anlage hier. Ja, heute geht es die gleiche Strecke erstmal wieder zurück nach Meran und ja, dann weiter Richtung Bozen. Ich versuche jetzt mal mit so einem Grinsen durch die Gegend zu fahren. Mal sehen, wie die entgegenkommenden Radler reagieren. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Auch nicht. Auch nicht. Bringt nichts. Geht eh schon gegrenzt. Okay. Ja, nach keinen 6 Kilometer bergab muss doch mal jetzt eine Pause sein. Das ist übrigens der Passer-Damm-Radweg. Der Fluss nennt sich auch Passer. Ja, so sieht's aus. Bin noch nicht im Iran wieder. Eine ganz schöne Abfahrt hier nach Meran rein. Hier hat man einen tollen Blick. Ja, ich muss da irgendwie weiter. Mal schauen. Schön, echt schön. Wahnsinn. Gut, dass ich keinen Zeitdruck habe. Fahre ich dann nochmal in die Altstadt rein. Ja, rechts geht so ein paar kleine Gassen hoch, aber ich glaube, das schenke ich mir. Neu berechnet, 97 Kilometer, seit 3
Ja, ich schau mal, dass ich wieder rauskomme aus der Stadt. Ja, aber traumhaft ist es echt. Norditalienisches Flair, also Südtirol halt. So, das ist hier mal eine Situation. Ich muss da drüben lang, wo es nicht geregelt ist. Ich weiß nicht, wie ich darüber kommen soll. Einfach mal los. Ja, geschafft. Bin wieder auf der Via Claudia Augusta. Nice. Schöne Grüße. Ja, inzwischen bin ich 20 Kilometer gefahren, meist so durch Plantagen durch und ja, wenig spektakulär. Bin jetzt am nördlichen Ende von Lana. Wie heißt der Platz hier? Johann Tribus Platz und hier gibt es so eine E-Bike-Ladestation, das sind so Fächer, da kann man mit normalen Schoko-Steckdosen einfach aufladen. Meine Akkus sind eigentlich alle voll, bis auf die von der Drohne, die ich noch benutzt hatte, um ja, heute Nacht mein Rode Wireless Go zu laden. Ja, ich habe jetzt aber kein Bedürfnis, nochmal nachzuladen. Ein kleines Päuschen, dann geht es weiter Richtung Lana Stadt oder Dorf und dann Richtung Bozen weiter. Ich war ja in Lana an diesem komischen Platz und da war ich wohl etwas abseits. Hier haben wir nochmal eine Übersicht. Hier ist Reschen und ich bin jetzt hier. Merano war ich, Lana und jetzt geht es weiter Richtung Trient. Genau. Ja, das sind die Steigungen. Hier Reschenpass, da ging es ja runter. Das war ja meine Tour gestern bis von hier bis hier. Ich bin ja noch ein bisschen hochgefahren. So, bin jetzt das Stück und jetzt geht's. Läuft so langsam ganz aus. Ja, jetzt bin ich hier so ein bisschen über ein paar Kreisel gefahren, an der Straße entlang. Aber die Radwege sind gut gemacht. Wir haben einen Zipperstreifen, hat den Bus nicht angehalten, obwohl ich da stand. Also wird hier in Italien wohl nicht so ernst genommen. Jetzt geht's für mich da runter. Bin ich wieder auf der offiziellen Via Claudia. Oh, ganz schön warm heute. Ja, die letzten 10 Kilometer ist das ein bisschen öde. Es geht hier an Bahngleisen entlang und an dem Fluss. Die Edge, glaube ich, ist das. Und ich träume von einer guten italienischen Pizza. Ich schaue mal, ob ich vielleicht in Bozen was bekomme. Und da würde ich dann auch gerne irgendwie ein Restaurant finden oder ähnliches, wo ich mein Fahrrad direkt daneben stellen kann. Ah, ja, ist so ein bisschen ungewiss heute Abend, wo ich bleiben werde. Ist natürlich immer schöner, wenn man weiß, man hat ein Plätzchen sicher. Aber so ist es sicher, dass ich kein Plätzchen habe. Schauen wir mal, jetzt kommt der Zug. Ja, ich bin jetzt ungefähr 31 Kilometer gefahren und eigentlich überwiegend im MTB-Modus. Jetzt habe ich mal seit 10 Kilometer fahre ich den Tour Plus Modus und habe erstaunlicherweise noch 165 Kilometer Restreichweite mit dem großen Akku. Also ich habe noch 84% Akku. Also mit dem normalen Tourmodus hatte ich immer so 120 Kilometer Reichweite. Gut, da war jetzt ein bisschen Gefälle dabei, das rechnet auch mit ein. Aber trotzdem 50 Kilometer. Obwohl ich schon 32 gefahren bin, ist enorm. Ja, gerade habe ich zwei Rennradfahrer überholt, Italiener. Und der eine hatte richtig einen lauten Freilauf. Wie steht ihr dazu? Ich glaube, das kann man irgendwie einstellen oder wählen. Also ich finde es irgendwie nervig, muss doch nicht sein. Gut, okay, das hat natürlich Vorteile. Man wird besser gehört. Wenn es Fußgänger sind und man lässt kurz laufen und man wird dann gehört. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Aber gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. So, jetzt bin ich am Rande von Vilpiano. Hä? Hier, könnte ich mir die Wallfahrtskirche angucken. Ne, ich fahre weiter Richtung Bozen, geradeaus. Oh, hier gibt's was. Super.
Ja, die kleine Pause hat echt gut getan. Ja, das war fast das Gleiche, wie was ich gestern hatte, das Brot. Und hat man auch noch mal betont, dass es hier aus der Region kommt. Ja, gut, jetzt sind es, glaube ich, nur noch 15 Kilometer bis Bozen. Bozano, hä? Und dann wird wohl die Pizza ausfallen müssen. Ja, Plantagen über Plantagen. Wahnsinn. Ja, so langsam ist Bozen zu sehen. Ja, ist nicht mehr allzu weit. Das sind noch ungefähr so 5 Kilometer, schätze ich mal. Ja, bin jetzt fast in Bozen und hier ist gleich viel mehr los. Und er hier, habe ich gerade schon mitbekommen, an der Station, sucht eine Pension und telefoniert die ganze Zeit. Der war vorhin auch an der Raststätte, wo ich saß. So, mal wieder ein bisschen Abwechslung. Jo, ich weiß jetzt auch nicht wohin. Ich wollte eigentlich noch mal nach Bozen rein kurz. Der Wasserstand 13,2 Wassertemperatur. Ja, ich habe jetzt mal einen Vape Store in der Stadt Bozen angepeilt. Ja, ich thematisiere das ja nicht so mit dem Dampfen und der E-Zigarette. Aber meine E-Zigarette oder mein Akkuträger, so nennt sich das, der ist defekt oder hat einen Wackelkontakt schon seit 3 Tagen und da kämpfe ich mit und brauche irgendwie einen Ersatz. Deswegen fahre ich da mal hin. Ja, hier in Italien und auch Österreich, finde ich, haben sie eigentlich ganz gute Industriearchitektur. Auch das Fernkraftwerk, ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, hier in der Landschaft sticht sowas natürlich mehr hervor, deswegen sollte man auch mehr Wert auf Gestaltung legen. Ja, selbst der Weg hier nach Bolzano City ist super ausgeschildert und separiert vom Autoverkehr. Echt klasse. Das muss ich aber überholen, bevor Gegenverkehr kommt. So. Also sowas von hätte ich von Italien überhaupt nicht erwartet. Da kann sich ja selbst Hamburg mal eine Scheibe abschneiden. Was hier ordentlich gemacht ist. Wahnsinn. So. Links abbiegen. Links abbiegen. Gut, machen wir. Nach 100 Metern gleich rechts abbiegen. So, ich muss den Radweg verlassen und der Dampferladen müsste hier eigentlich um die Ecke sein. Ja, hier ist der Laden. Hat leider geschlossen. Ja, super. Da gibt es noch einen Spar, soll ich da noch mal rein? Ich habe Durst. Ist so schlecht mit dem Fahrrad und dem ganzen Sachen. So, ich habe keine Lust, den ganzen Kram mit reinzunehmen. Mach einfach die Alarmanlage scharf und mach schnell. Ja, klar war mein Fahrrad noch da und ich habe so viel Durst, dass ich ganz viele Getränke gekauft habe. Mein Fahrrad ist jetzt völlig überladen. Bestimmt nochmal 6 Kilo an Getränken. Nee, ist übertrieben. Ja, jedenfalls gönne ich mir jetzt mal wieder eine Cola. Ja, eigentlich sollte ich Wasser trinken. Ich habe mir noch Pellegrino gekauft, aber sie sind alle ungekühlt gewesen, die ganzen Getränke. Nur Cola gab es kalt, deswegen eine kalte Cola jetzt. Ist das süß. Aber tut gut. Ja, ich bin hier so ein bisschen rausgefahren aus Bolzano. Ein bisschen berghoch. Da gab es zwar einen netten Park, aber der war so voll. Hier ist auch ein kleiner Fluss.
Der Bolzahn wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, müsste man wieder recherchieren und dann Untertitel schreiben, ne? Wie immer. Ja, wo ich heute Nacht bleibe, weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe Tortellini mir gekauft, die könnte ich kochen. Also verdursten, verhungern werde ich nicht, Akku habe ich noch. Bräuchte nur ein Schlafplätzchen. Mal schauen. Ja, das ist ganz übel. Ich habe gerade noch mal bei so einem Alpencamping, Seisser Alm oder wie die heißt, angerufen. Das wäre nochmal 400 Meter Anstieg gewesen. Hätte ich in Kauf genommen, aber auch ausgebucht. Also es macht gar keinen Sinn mehr zu telefonieren, weil eh alles dicht ist. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ja. Schön warm ist es. Wir erfrieren durch jedenfalls nicht. Ich habe OSM End einmal befragt, wo es hier Trinkwasser gibt. Soll es hier irgendwo einen Park geben? Trinkwasser erreicht. Oh ja, tatsächlich. Ach, schon cool. Ich werde gerne Flasche auch noch abfüllen. Ja, ich habe noch Wasser, ich habe noch Strom. Also ich mache mich jetzt erstmal wieder auf der Via Claudia Augusta. Mal schauen, was kommt. Ja, ich bin jetzt wieder auf der Spur. Scheint hier so eine Insel zu sein. Hier rechts ein Fluss und hier links. Ja, die Radwege sind hier top, habe ich ja schon erwähnt. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich lande. Das Ende ist noch offen. Da sind wir doch alle mal gespannt. Oh, der hat geraucht. Oh. Ja, hier ist der Fluss wieder voller. Also das Wasser kommt noch nach. Da nun eine Brücke kommt, filme ich diese auch. So, das war's mit Bozen. Da oben wäre ein Schlafplätzchen. Wenn wir irgendwie hochkommen, den ganzen Scheiß. Da stand auch gerade ein Schild, der zu soll verboten. Also wenn das ausdrücklich dran steht, nee, dann sollte man das doch nicht tun. Ja, mit einem Seitenwechsel, das war ganz schön, meine Abwechslung. Offensichtlich hat sein Kabel irgendwie zerrissen. Schleift hier. Normal ist das nicht. Ja, hier sieht man, dass hier der Bereich teilweise überflutet war. Also hier wild campen wäre sicher keine gute Idee. Und in Bozen war auch ein Hinweis an den Fluss über mögliche plötzliche Flutwellen, die hier ausgelöst werden durch Öffnen von irgendwelchen Flutwehren und so. Also hier Wildcampen nicht so gut. Und auf der Seite geht es sowieso nicht mit den ganzen Plantagen. Fahren wir weiter. Ich habe ja auch erst heute 68, also 69 Kilometer jetzt hinter mir. Oh. Hier sind ganz viele Rennradfahrer unterwegs. Total verbissen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, weil sich da so reinsteigert. Ich fahre lieber gemütlich. So sieht's aus. Ja, hier haben wir so einen Rastplatz.
Das war hier alles unter Wasser. Und da oben ist der Radweg. Jetzt müssen wir in den Wald mal gucken. Ich sitze hier auf einer völlig verschmutzten Bank. Hab bei der Booking.com noch mal geguckt. Da gibt es ein Zimmer. Wieder zurück. 57 Euro, 2,5 Stunden, 650 Höhenmeter. Nö, das tue ich mir nicht an. Ja, was tun, sprach Zeus. Ich auf der völlig verdreckten Bank kann mich gleich wahrscheinlich erstmal den Hintern abschmeißen. Also Rennradfahrer kommen mir eigentlich fast nur entgegen. Mich überholen fast keine. Und ich habe Gegenwind. Also ich habe gerade noch mal beschlossen, zu diesem Markushof zu fahren. Also Campingplatz Markushof, die mich hier abgewiesen hatten am Telefon heute Morgen. Und ich versuche es einfach mal. Ich gehe da mal, klopfe da mal an der Tür. Vielleicht macht jemand auf. Hä? Zwischenziel erreicht? Da muss der Campingplatz in dem Ort sein. Da links. Nochmal gucken. Dem Straßenverlauf ca. 2 Kilometer folgen. So, hier über die Steinbrücke muss ich rüber. Durch die Plantage. Markushof, ja. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Grüne Äpfel. Rote Äpfel. Da waren gerade noch rote Äpfel. Ja, interessante Strecke hier. Dafür ist jetzt Google Maps verantwortlich. Ja, es sieht total nett aus hier, aber da steht schon ein Schild, Camping voll. Ich frag mal. Hier sogar mit Pool, cool. Ja, prima, das hat ja noch geklappt hier. Ich wundere es ein bisschen, weil hier doch fast alle Zeltplätze noch frei sind. Ich habe sogar Strom hier. Direkt ganz nette Nachbarn, mit dem ich mich schon unterhalten habe. Hier ist ein Stromkasten und ja, alles wunderbar. Ja, Wasser ist hier vorhanden und ein Stromkasten. Ja, mit den typischen CE-Steckern. Und sie haben sogar normale hier. Ja, der Platz ist hier direkt in so einem kleinen Örtchen. Das Hotel Markushof. Ja, wir fahren noch mal kurz ein bisschen einkaufen. Oh, endlich wieder ohne Gepäck. Was ist das denn? Fräser? Wo ist der denn? Ich hab's übersehen. So klein kann der Spar doch nicht sein. War der nicht, aber Google Maps hat mich irgendwie falsch gelotst. Mal sehen, ob ich da noch reinkomme. Fahren wir doch direkt mal rein. Nein, natürlich nicht. Ja, was habe ich eingekauft? Ich habe heute mal einen Wein. Es gab kein gekühltes Bier, da habe ich mir einen Wein gekauft. Ein paar Würstchen. Balsamico. Wofür wollte ich das eigentlich? Achso, ich habe ja eine Gurke gekauft. Einheimische Gurke, da wollte ich damit einen kleinen Salat machen und Parmigiano. Soll ja gut sein hier. Das wollte ich auf meine Tortellini machen. Also Würstchen mit Tortellini oder sowas in der Art. Jo, am Platz werde ich wahrscheinlich auch gleich nicht reden können. War ein super Tag. Natürlich immer bescheuert, dass man sich
nicht auf freie Plätze, auf Campingplätze verlassen kann. Aber gut, man muss einfach mal manchmal fragen. Ich habe schon gewundert, dass da noch Plätze frei waren, obwohl sie meinten, dass alles belegt sei. Das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Aber wie auch immer, ist ja gut ausgegangen. Ja, jetzt werde ich doch nochmal umziehen und kurz in den Pool hüpfen. Wo ist die Umkleide hier? Ja, ich zeige euch mal, was ich immer an Kabeln für den Campingplatz dabei habe. Das ist hier dieser CE-Stecker. Den gibt es auch, den gibt es halt als Stecker zu kaufen. Habe ich dann selber zusammengeschraubt mit einem Lampenkabel. Ich glaube ein 10 Meter oder 5 Meter Kabel mit einer Buchse, kurzen Buchse und langen Buchse. Also einmal ist ein langes Kabel, einmal sind das nur 30 cm. Dann hier mein Verteiler. Hatte ich ja schon mal gezeigt auf meiner Nord-Ostsee-Kanalroute. Und hier ein einfaches Verlängerungskabel. Ich glaube 5 Meter sind das. Dann hier meine Route Wireless Go. Hier ein 5-fach-Hub. Ein 4-fach-Hub ist es. GoPro-Akkus, 3 Stück Ersatz. Hier meine Powerbank, die ich jetzt nicht mehr anschließen kann. Zu wenig Ladegeräte. Und hier meine Dampfer-Akkus. Und jo. Eine ganze Menge und natürlich das Telefon noch. Eine ist ja viel länger hier. Gut, dass ich alleine bin, dann braucht man sich nicht drum streiten. Ja, ist ein bisschen dürftig. Fehlt ein paar Tomaten. Oh, dafür ist es einheimisch und dunkel. Ja, und Senf habe ich auch noch abgefüllt in so ein Fläschchen. Also bescheuert die Idee mit dem Senf. Ja, den Senf habe ich kaum wieder aus der Flasche bekommen. Naja, während ich euch noch zu einer Führung in die Keramikabteilung einlade, noch ein paar Schlussworte. Jedenfalls war es noch ein schöner Abend mit den Zeltnachbarn, mit Wein. Und die beiden sind auch so im, auch was heißt auch, ne, die sind im angehenden Rentneralter und auch mit Rädern unterwegs gewesen. Allerdings ohne Motorunterstützung. Und die beiden waren recht entspannt, was die Situation mit den ausgebuchten Campingplätzen angeht. Und die schreckten auch nicht vor Wildcampen hinter irgendwelchen Scheunen von Weinplantagen zurück. Naja, wie geht's für mich weiter? Volle Campingplätze, wenig abwechslungsreiche Radwege. Ich meine, schön, aber naja. Aber noch genügend Zeit. Es wird wieder Zeit, den Plan zu ändern, den ich sowieso bisher noch gar nicht verraten hatte. Na, jedenfalls wird der nächste Tag als der relativ härteste, naja, was heißt härteste, aber auch der schönste Erinnerung bleiben. Also ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias.